Zertifikatstraining. Schreiben, Aufgabe 1. Arbeitszeit, ca. 20 Minuten. Sie haben am Wochenende einen Film im Kino gesehen. Eigentlich wollte Saskia, eine Freundin von Ihnen, mit ins Kino gehen. Aber sie musste kurzfristig absagen. Schreiben Sie eine E-Mail an Saskia. Beschreiben Sie, worum ging es in dem Film? Begründen Sie, wie hat Ihnen der Film gefallen? Machen Sie einen Vorschlag für eine neue Verabredung. Schreiben Sie eine E-Mail von ca. 80 Wörtern. Schreiben Sie etwas zu allen drei Punkten. Achten Sie auf den Textaufbau. Anrede, Einleitung, Reihenfolge der Inhaltspunkte und Schluss. Lösungsvorschlag 1. Hallo Saskia, schade, dass du am Samstag nicht mitkommen konntest. Der Film war wirklich super. Es ging um eine Frau, die die Firma ihres Mannes übernehmen musste, weil der Mann bei einem Unfall gestorben ist. Ich mag die Hauptdarstellerin sehr. Sie spielt fantastisch. Die Dialoge waren manchmal nicht so toll, aber es gab trotzdem viel zu lachen. Hast du nächste Woche Zeit? Wir können am Mittwoch ins Café gehen und einen Kaffee trinken. Bis dann, liebe Grüße, Memo. Lösungsvorschlag 2. Hallo Saskia, schade, dass du nicht mit im Kino warst. Der Film war wirklich sehr gut gemacht. Tolle Technik und viel Action. Es ging um einen Mann, der seine Frau verloren hat. Leider war die Story nicht so interessant und eher flach, wie das meistens so ist bei teuren Filmen. Die Rolle des Nebendarstellers hat mir am besten gefallen. Toller Schauspieler. Leider hat der Mann seine Frau am Ende nicht gefunden. Das war echt traurig. Wenn du willst, sehen wir uns nächste Woche. Lust auf ein Bier am Freitag? Viele Grüße, Markus. Schreiben, Teil 1. Arbeitszeit, ca. 20 Minuten. Sie möchten mit einem Freund oder einer Freundin im Ausland Urlaub machen. Beschreiben Sie, wohin möchten Sie fahren? Begründen Sie, warum möchten Sie dorthin fahren? Machen Sie einen Vorschlag, wann Sie sich treffen könnten, um darüber zu sprechen. Schreiben Sie eine E-Mail von ca. 80 Wörtern. Schreiben Sie etwas zu allen drei Punkten. Achten Sie auf den Textaufbau. Anrede, Einleitung, Reihenfolge der Inhaltspunkte und der Schluss. Lösungsvorschlag 1. Hallo Klaus, ich hoffe, bei dir ist alles klar. Du, ich wollte im August mal in die Schweiz fahren. Wärst du dabei? Wie du weißt, habe ich eine Freundin in Zürich und da wollte ich mir die Stadt anschauen und in den Bergen ein paar Tage wandern. Wir könnten bei meiner Freundin unterkommen und von dort aus einige Touren machen. Wenn das für dich in Frage kommt, lass uns doch am Wochenende treffen und alles besprechen. Wie wäre Samstag um 5? Hoffe, du sagst zu. Ich würde mich sehr freuen. Bis dahin, Gruß, Andreas. Lösungsvorschlag 2. Hallo Anita, alles klar bei dir? Ich hatte dir doch neulich erzählt, dass ich nach Japan reisen will. Hast du dir überlegt, ob du da mitkommen willst? Das wären 3 Wochen im Juli. Tokio natürlich die meiste Zeit, vielleicht auch Osaka, aber auch mal aufs Land, die Natur entdecken. Das ist natürlich weit und ich weiß nicht, ob du Urlaub nehmen kannst, aber es wäre cool, wenn du mitkommen würdest. Die Flüge sind im Moment auch nicht so teuer, man muss nur möglichst früh buchen. Ich würde das gegen Ende der Woche machen. Treffen wir uns am Freitag auf einen Café und besprechen alles? Bis dann, HDL, deine Leni. Schreiben, Teil 2. Circa 25 Minuten. Sie haben eine Fernsehsendung mit dem Titel Altersheime, nein, danke, gesehen. Im Online-Gästebuch der Sendung finden Sie folgende Meinung. Gerard, ich finde es auch schlimm, dass immer noch Senioren in Altersheimen leben müssen. Man sollte über Alternativen nachdenken. Wenn die alten Leute schon nicht mehr bei ihrer Familie leben können,
Dann müssten viel mehr bezahlbare Altenwohnungen oder Mehrgenerationenhäuser gebaut werden. Was denken Sie über die EU? Schreiben Sie nun Ihre Meinung. Circa 80 Wörter. Lösungsvorschlag 1. Ich finde auch, dass Altersheime keine gute Lösung sind. Aber das liegt ja auch an jeder Familie selbst. Wenn man sie nicht pflegen kann, muss man sie eben ins Heim schicken. Ich finde es aber gut, dass man zumindest die Möglichkeit hat. Viele alte Menschen würden sonst auf der Straße sitzen. Ich finde die Qualität der Heime in Deutschland gut. In anderen Ländern gibt es diese Standards nicht. Lösungsvorschlag 2. Ja, da hast du recht. Altersheime sind einfach nicht schön. Wir brauchen neue Lösungen, mehr bezahlbaren Wohnraum an erster Stelle. Die Regierung sollte Bauland günstig zur Verfügung stellen und mehr Wohnhäuser für Senioren zum kleinen Preis bauen. Vielleicht kann man das auch über Investoren machen und staatlich subventionieren. Sonst wird es zu teuer. Alte, leerstehende Häuser und Wohnungen müssen auf jeden Fall schnell renoviert und nutzbar gemacht werden. Platz gibt es genug. Im Fernsehen haben Sie eine Sendung zum Thema Europa, Chancen und Herausforderungen gesehen. Im Online-Gästebuch der Sendung lesen Sie folgende Meinung dazu. Beitrag von Karim. Mein Heimatland ist nicht in der EU, aber ich glaube, dass die EU eine gute Sache ist. Wenn die europäischen Länder zusammenarbeiten, können sie mehr erreichen als jedes Land für sich allein. Außerdem ist die EU gut für die Stabilität in Europa. Aber die EU muss sich auch um politische Themen kümmern, die außerhalb der EU-Grenzen liegen. Die ganze Welt braucht Frieden und Wohlstand. Was denken Sie über die EU? Schreiben Sie nun Ihre Meinung. Circa 80 Wörter. Ich wohne in der EU und finde es gut, dass an den Grenzen die Pässe nicht mehr kontrolliert werden. Ich denke, es gibt noch einige Bereiche, in denen die EU vieles besser machen kann. Zum Beispiel bei der Polizei. Hier müssen die Mitgliedstaaten noch intensiver zusammenarbeiten. Heute ist alles international und global. Leider auch die Kriminalität. Auch der Euro ist positiv, denn man muss kein Geld mehr tauschen, wenn man nach Frankreich oder nach Schweden reisen will. Das ist sehr bequem. Ich glaube, die EU hat zu viele Institutionen. Das ist viel zu kompliziert und viel zu teuer. Aber die Austauschprogramme für Studenten und Studentinnen finde ich sehr gut. Viele Prüfungen und Zeugnisse, die man an einer Uni gemacht hat, werden von anderen Unis anerkannt. Ich habe in der EU gelebt. Sie ist überflüssig und funktioniert nicht. Der Euro wird wahrscheinlich scheitern. Die wirtschaftlichen Unterschiede der Länder sind zu groß für eine einheitliche Währung. Die Institutionen sind korrupt, undemokratisch und elitär. Insgesamt ist es viel zu teuer und nicht effektiv. Der einzelne Nationalstaat hat fast keine Macht mehr. Die EZB ist viel zu mächtig und wird nicht demokratisch kontrolliert. Natürlich sind einige Dinge für einzelne Leute sehr bequem, aber das ist wirklich nicht notwendig. Ich glaube nicht, dass eine EU die Bedingungen für Frieden in Europa ist. Schreiben, Aufgabe 3. Arbeitszeit, ca. 15 Minuten. In der Sprachschule beginnt bald eine Projektwoche zum Thema die Europäische Union. Sie wollen Informationsmaterial besorgen. Sie schreiben an Herrn Klein vom Informationsbüro Europa für alle. Erklären Sie kurz, wofür Sie das Informationsmaterial benötigen und bitten Sie höflich um Zusendung von Informationsmaterial. Schreiben Sie eine E-Mail mit ca. 40 Wörtern. Vergessen Sie nicht die Anrede und den Gruß am Schluss. Lösungsvorschlag 1. Sehr geehrter Herr Klein, ich lerne Deutsch in einer Sprachschule in Dresden. Wir haben bald eine Projektwoche zum Thema die Europäische Union. Es ist meine Aufgabe, Informationsmaterial über die EU zu besorgen. Deshalb meine Frage an Sie.
Welches Informationsmaterial über die EU können Sie mir empfehlen? Ich freue mich, wenn Sie mir das Material an die Adresse unten zusenden. Mit freundlichen Grüßen, Dana Paola. Lösungsvorschlag 2. Sehr geehrter Herr Klein, ich lerne seit ein paar Monaten Deutsch in einem Sprachkurs in Frankfurt. Demnächst geht es dabei um die EU. Dazu brauche ich Informationsmaterial. Könnten Sie mir freundlicherweise Material zukommen lassen? Welche Empfehlungen haben Sie für eine Recherche? Im Anhang finden Sie meine Adresse. Besten Dank. Mit freundlichen Grüßen, Anim Etzel. Sie möchten eine Städtereise durch Deutschland machen. Schreiben Sie an die Fremdenverkehrszentrale www.tourismus.de. Schreiben Sie, welche Städte Sie besuchen möchten und bitten Sie um Informationen und Angebote. Schreiben Sie eine E-Mail mit ca. 40 Wörtern. Vergessen Sie nicht die Anrede und den Gruß am Schluss. Sehr geehrte Damen und Herren, könnten Sie mir bitte Informationen zu Städtereisen in Deutschland zukommen lassen? Ich möchte auf jeden Fall Berlin und Hamburg sehen. Dann vielleicht noch ein paar weitere Städte im Norden. Wenn es nicht zu weit ist, wäre Köln auch schön. Der Aufenthalt wird 2 Wochen dauern. Wie kann man sich fortbewegen? Was sind günstige Hotels? Und wie lange sollte man in Großstädten bleiben, um viel zu sehen? Vielen Dank im Voraus. Mit freundlichen Grüßen, Georg Philis. Guten Tag. Ich möchte Sie um Informationen zu Städtereisen bitten. Nächstes Jahr habe ich eine Reise nach Süddeutschland geplant. Auf jeden Fall möchte ich München, Nürnberg und Stuttgart sehen. Die Reise soll zwischen 2 und 3 Wochen dauern. Welche Unterkunft empfehlen Sie? Sollte man ein Auto mieten oder reicht der Zug? Vielen Dank und viele Grüße. Pavel Palikaris. Sie haben vor einer Woche eine wichtige Prüfung an der Universität bestanden. Am Abend gab es eine große Party in Ihrer Wohnung. Ihre Freundin Heidi konnte nicht kommen, weil sie krank war. Jetzt schreiben Sie an Heidi. Beschreiben Sie, wie war die Party? Begründen Sie, warum waren Sie nach der Prüfung so zufrieden? Machen Sie einen Vorschlag für ein Treffen mit Heidi. Schreiben Sie eine E-Mail, ca. 80 Wörter. Schreiben Sie etwas zu allen 3 Punkten. Achten Sie auf den Textaufbau. Anrede, Einleitung, Inhaltspunkte, Schluss. Liebe Heidi, wie geht es dir jetzt? Fühlst du dich besser? Ich möchte dir von meiner Prüfung und von der Party erzählen. Es war alles ganz wunderbar. Bei der Party waren wir fast 40 Personen. Wir haben die ganze Nacht getanzt. Miriam und Arjan haben alles organisiert. Ich hatte ja keine Zeit wegen der Prüfung. Du weißt, dass ich vor dieser Prüfung sehr große Angst hatte. Ich habe die Prüfung mit gut bestanden. Ich fühle mich so glücklich, so frei. Kann ich dich am Wochenende besuchen? Ich möchte dir alles erzählen. Antworte schnell. Liebe Grüße. Sie haben am Wochenende einen Ausflug mit dem Fahrrad gemacht. Eigentlich wollte Ihre Freundin oder Ihr Freund mitkommen, aber leider hat sie oder er dann einen wichtigen Termin und ist deshalb nicht mitgefahren. Jetzt schreiben Sie an Ihre Freundin oder Ihren Freund. Beschreiben Sie, wie war der Ausflug? Begründen Sie, warum finden Sie es so schön, mit dem Fahrrad unterwegs zu sein? Machen Sie einen Vorschlag für ein Treffen mit Ihrer Freundin oder Ihrem Freund. Schreiben Sie eine E-Mail, ca. 80 Wörter. Schreiben Sie etwas zu allen 3 Punkten. Achten Sie auf den Textaufbau. Anrede, Einleitung, Inhaltspunkte, Schluss. Lieber Marek,
Schade, dass du am Wochenende nicht mitgekommen bist. Es war wirklich toll. Wir waren nur zu zweit, Christiane und ich. Wir sind an der Elbe entlang gefahren, sehr gemütlich und sehr schön. Ich bin richtig braun geworden. Ich finde, ein Ausflug mit dem Fahrrad ist viel interessanter als eine Autofahrt. Man sieht viel mehr, die Natur ist so nahe. Man kann überall Pause machen. Ich habe viele Fotos gemacht. Die möchte ich dir gern zeigen. Bist du morgen zum Mittagessen in der Mensa? Dann können wir uns dort treffen. Sag mir Bescheid. Liebe Grüße. Vor einigen Tagen haben sie ihr neues Geschäft eröffnet. Ihre Freundin oder ihr Freund konnte daran nicht teilnehmen, weil sie oder er im Ausland war. Jetzt schreiben Sie an Ihre Freundin oder Ihren Freund. Beschreiben Sie, wie war die Eröffnung des Geschäfts? Begründen Sie, was hat Ihnen bei der Eröffnung besonders gut gefallen? Machen Sie einen Vorschlag für ein Treffen mit Ihrer Freundin oder Ihrem Freund. Schreiben Sie eine E-Mail, ca. 80 Wörter. Schreiben Sie etwas zu allen drei Punkten. Achten Sie auf den Textaufbau. Anrede, Einleitung, Inhaltspunkte, Schluss. Hallo Manja. Wie schade, dass du nicht da warst. Bestimmt 100 Leute waren da oder noch mehr. Wir haben eine kleine Modenschau gemacht und ich glaube, es hat allen gefallen. Danach konnte man noch etwas trinken und reden. Ich war erst um 3 Uhr zu Hause. Am schönsten war, dass meine Chefin von der Luxi-Boutique gekommen ist. Sie hat gesagt, dass sie meine Kleider gut findet. Sie will mit mir zusammenarbeiten. Kannst du zu mir ins Geschäft kommen? Dann zeige ich dir alles. Schreib mir sofort, wann du kommen kannst. Ich warte auf dich. Liebe Grüße. Im vergangenen Monat haben sie eine Gruppenreise in die Türkei gemacht. Ihre Freundin oder ihr Freund wollte auch an dieser Reise teilnehmen. Leider ist sie oder er dann krank geworden. Jetzt schreiben Sie an Ihre Freundin oder Ihren Freund. Beschreiben Sie, wie war die Reise? Begründen Sie, worüber haben Sie sich auf der Reise ein bisschen geärgert? Machen Sie einen Vorschlag für ein Treffen mit Ihrer Freundin oder Ihrem Freund. Schreiben Sie eine E-Mail, ca. 80 Wörter. Schreiben Sie etwas zu allen drei Punkten. Achten Sie auf den Textaufbau. Anrede, Einleitung, Inhaltspunkte, Schluss. Liebe Fiona, jetzt sind wir schon seit 3 Wochen wieder hier und ich habe dir noch gar nichts erzählt. Ich glaube, die Reise hätte dir gut gefallen. Ich habe sehr viele historische Orte gesehen. Vielleicht zu viele. Ich fand es unangenehm, dass wir jeden Tag mit dem Bus unterwegs waren. Wir waren jede Nacht in einer anderen Stadt, in einem anderen Hotel. Die Hotels sahen allerdings alle ganz gleich aus. Ich möchte gern mit dir über die Reise reden. Ich habe auch ziemlich viele Fotos. Können wir uns treffen? Ich bin am Montag in der Bibliothek. Kannst du auch kommen? Ruf mich an. Bis bald.